Der Eisbärennachwuchs im Zoo am Meer hatte Ende 2013 ganz Bremerhaven beglückt. Das kleine Eisbärenmädchen erfreute sich bester Gesundheit. Zur Taufe im Mai fehlte nur noch ein Name. Nach zahlreichen Vorschlägen aus der Bevölkerung fiel die Wahl schließlich auf Lale. Im Zoo war die Stimmung prächtig. Die ganzen Momente, die ganzen Aufregungen, als Lale wirklich als solch kleines Bärchen zur Welt gekommen ist und jetzt diesen großen, properen Bären hier, der wirklich nur Blödsinn im Kopf hat und einfach Lebensfreude hat, zu sehen, das ist einfach toll. Das sportliche Highlight des Jahres war natürlich die Fußball-WM in Brasilien, zu der es gar nicht viel zu sagen gibt, außer Deutschland ist Weltmeister. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Während der WM wohnte hier im Alte Hochhaus in der Bremer Fahr der Weser-Kurier-Chefreporter Jürgen Hinrichs und berichtete von dort aus über seine Erlebnisse und Erfahrungen. Für Hinrichs ein lang gehegter Traum. Nach den 30 Tagen werden es mehr als 50 Geschichten gewesen sein, die ich aufgeschrieben habe, sowohl für unser Online-Portal als auch für die Zeitung. Dann ein Schock. Auch über den Flugzeugabsturz in der Bremer Neustadt berichtete Jürgen Hinrichs. Ein mit zwei Personen besetztes Kleinflugzeug stürzte kurz nach dem Start am Bremer Flughafen auf das Gelände eines Autohauses mitten in der Stadt. Gemessen daran ist es doch an den Denkbaren eines Flugzeugabsturzes in einer Stadt doch sehr glimpflich abgegangen, wenngleich auch der Tod der beiden Insassen zu beklagen ist. Wie durch ein Wunder kam sonst niemand zu Schaden. Um Schaden von Menschen abzuwenden, machte im September das US-Spezialschiff Cape Ray in Bremen fest. Die Ladung? Reste von syrischen Chemiewaffen. Diese waren nach Einlenken des Assad-Regimes bereits auf hoher See unschädlich gemacht worden. Und die Reste wurden dann zur endgültigen Vernichtung zu einer bundeseigenen Spezialfirma in die Lüneburger Heide transportiert. Menschen zu helfen war auch das Ziel der sogenannten Ice Bucket Challenge, die sich über Facebook verbreitete und an der auch der Weser-Kurier teilnahm. Wir spenden 1000 Euro zur Erforschung der unheilbaren Nervenkrankheit ALS. Kalte Dusche für den guten Zweck und nebenbei ein ziemlicher Spaß. 1, 2, 3, Ayrton. Ayrton. Emotionale Momente gab es Anfang September im Weserstadion. Der Kugelblitz feierte sein Abschiedsspiel mit alten Weggefährten. Diese Atmosphäre hier im Stadion, ich glaube, alle Leute sind top drauf und haben Spaß daran. Und es ist einfach schön, dabei zu sein. Ich glaube, Ayrton ist für die Fans ein hundertprozentiger Bremer. Das ist ein geiler Moment, das ist ein großer Moment in mein Leben hier in der Weserstadion. Und das sahen auch die Fans so. Mach's gut, Toni.